Los Recas ist ein Traditionsunternehmen, was bereits seit 88 Jahren besteht. Meine Oma Gertrud Recas hat das Unternehmen 1927 gegründet. Sie war damals übrigens im 8. Monat mit ihrem 4. Kind in Umständen. Mein Vater Heinz Recas hat das Unternehmen nach dem Krieg wieder aufgebaut und auch groß gemacht. Und meine Frau Marlies und ich führen das Unternehmen in dritter Generation weiter. Unser Unternehmen ist dadurch gekennzeichnet, dass wir eigentlich ständig umgebaut haben und Filialen eröffnet haben und umgezogen sind mit unseren Geschäften, um einfach den Kundenwünschen immer zu entsprechen und immer up-to-date zu sein. Wir haben Mode mit dazu genommen, weil wir dem Kunden einfach mehr bieten wollen. Es ist so, dass die Grenzen zwischen Bekleidungshandel und Schuhhandel zunehmend ineinander übergehen. Und so ist es für uns eigentlich nur logisch, dass wir dann auch Textilien, Taschen, Accessoires und so weiter mit aufgenommen haben. Die Warenpräsentation ist lockerer und man kann den Kunden einfach durch diese Kombination zwischen Textilien, textiler Mode und Schuhen einfach tolle Variationsmöglichkeiten bieten, wie man die Sachen miteinander kombinieren kann. Ja, wir versuchen, den Kunden emotional anzusprechen. Wir versuchen, Einkaufserlebnisse zu schaffen. Wir wollen, dass unsere Kunden Fans von uns werden. Das versuchen wir dadurch zu erreichen, dass wir einfach einen tollen Verkaufsraum haben, die Ware toll präsentieren und durch unsere Mitarbeiter einfach einen persönlichen Kontakt herstellen. Wir glauben, dass wir nur dadurch uns vom anonymen Internet-Einkauf abgrenzen können.